Was haben wir denn so Schönes? Zum Beispiel den Freisprecher. Und zwar, der Freisprecher ist eine Sendung von 1 Plus. Offensichtlich hat sich da die Kirche reingekauft. Ich weiß nicht, heute ist das aber auch einfach wegen der repräsentativen Anzahl Kirchenmitglieder oder so in Deutschland. Ich weiß nicht genau, die dann da eben sich vertreten sehen möchten. Solche Verbände sind ja durchaus auch im Fernsehrat eben dabei. Auf jeden Fall ist das eine relativ regelmäßige Sendung, schon Folge 115. Das ist zum ersten Mal, dass mir das auffällt. Ich habe noch den Tipp bekommen, dass ich auch mal diese Dingsda-Sendung, glaube ich, probieren soll. Dingsda hieß das, glaube ich. Weil das für Jugendliche ist und auch ganz schön sexistisch sein soll. Aber jetzt hier zu den Freisprechern, wie gesagt, gesponsert von den Kirchen. Und gucken wir mal, was die uns anzubieten haben. Einen hatte ich ja schon davon und ja, die Musik am Anfang ist eben immer die gleiche, ne? Was gilt die Frau in Deutschland? Was gilt die Frau in Deutschland? Was gilt die Frau? Also es will sagen, wie viel Wert hat die oder wie viel zählt die oder was ist da jetzt gemeint? Ist mir nicht klar, was mit gilt gemeint ist. Das ist natürlich immer wieder diese typisch leicht verwirrende Sprache, damit man sich nicht klar ausdrücken muss. Ne? Machen die SJW es ja gerne. Die klare Sprache wird nur von den anderen verlangt. Der Frau in Deutschland geht super. Sie darf alles machen. Sie darf Bundeskanzlerin sein und Richterin und Polizistin, Juristin, egal was. Sie darf dasselbe Geld verdienen. Aber darf ich das auch als deutsche Muslime? Ja, im Prinzip schon. Also, ich glaube, um Bundeskanzlerin zu werden, muss man nicht eine bestimmte Religion haben. Nicht, dass ich wüsste. Und wenn du deutsche Muslime bist, dann hast du ja auch einen deutschen Pass. Dann ist auch die zweite mögliche Voraussetzung da gegeben. Um Bundeskanzler zu werden, muss man aber mindestens 35 sein. Das könnte noch ein bisschen eng werden bei dir. Ansonsten wüsste ich nicht, was dem im Weg stehen soll. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie hat so ein süffisantes Lächeln drauf, wo ich nicht genau weiß, warum. Ne? Also das kommt jetzt, süffisant heißt ja, im Prinzip kommt es ein bisschen überlegen rüber. Ne? Und da fragt man sich eben, wo dieses Überlegenheitsgefühl herkommt oder dieses Vermeintliche. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, sozialisiert worden. Ich bin hier zur Schule gegangen, ich studiere hier in Deutschland. Ich versuche, mich einzubringen in den gesellschaftlichen Diskurs. Aber nichtsdestotrotz gesteht man mir nicht zu, dass ich Deutsche bin. Aber mit dem Bundeskanzleramt hat das aber nichts zu tun, ne? Also da reicht ja dann der Pass. Ich meine, weiß ich jetzt nicht, wie das so im persönlichen Leben ist, glaube ich ja, dass da Vorbehalte bestehen, ist ja auch vielleicht nicht in Ordnung, aber denke ich, wird sich ja auch nicht so ohne weiteres immer vermeiden lassen. Aber was soll das? Aber nichtsdestotrotz gesteht man mir nicht zu, dass ich Deutsche bin. Ja, im Prinzip doch wahrscheinlich doch. Sonst hättest du doch den Pass nicht bekommen. Und der Unterschied ist doch dann offensichtlich, dass man dich als Muslim oder Muslima einschätzt. Und deswegen genauer befragt, wegen des Kopftuchs, das ist der auffällige Part. Ne? Nicht irgendwie die Herkunft in Wirklichkeit, sondern der Stein des Anstoßes, sag ich mal, oder warum die Leute eine Idee bekommen, dich nach irgendwas zu fragen, ist dein Kopftuch halt. Und ja, das ist eben in Deutschland nicht unbedingt eindeutig, dass die Leute dann auch deutsch sind. Deswegen fragt man unter Umständen mal nach. Aber sie wollte sich am Diskurs beteiligen, hat sie gesagt. Ja, stattdessen ist es Genöle, dass man irgendwas nicht zugestehen würde. Und man gesteht mir auch nicht zu, dass ich mir meine Religion selbst ausgewählt habe. Wieso gesteht man das nicht zu? Das Vorurteil ist natürlich, dass praktisch mit Geburt oder mit Familie mitgeliefert wird, was man da für eine Religion hat. Ja, und das Vorurteil, das trifft dich dann auch. Ja, meine Güte, das ist ja schlimm, ne? Also, dass man mir als Mitteleuropäer dann nachsagt, dass ich wahrscheinlich Christ bin. Komme ich aber auch halbwegs mit klar. Also, so schlimm finde ich das irgendwie nicht. Was ist das Problem, Baby? Klassische Erfahrungen sind zum Beispiel, dass ich einmal in der Uni zu dem diensthabenden Arzt musste, um mir da irgend so eine Bescheinigung abzuholen. Und bei den anderen ging das halt ruckzuck. Jeder ging rein und kam nach 2 Minuten wieder raus. Aber bei mir hatte er dann auf einmal das Bedürfnis, über meine religiöse Zugehörigkeit mit mir zu sprechen. Und das hat sich dann wirklich ausgeweitet auf so ein 40-minütiges Gespräch. Meine Güte, was für Schnitte. Aber der Arzt wird wahrscheinlich, wenn das so stimmt, wie sie es da darstellen und die Schnitte nicht in Wirklichkeit alles verfälschen, dann wird der Arzt da ein Bedürfnis gehabt haben, mit dir drüber zu reden und irgendwie vielleicht auch offensichtlich zu viel Zeit oder so. Das Komische finde ich, dass du dich darauf eingelassen hast und sag ihm doch einfach, das ist doch meine Sache. Was ich mache religiös, halten Sie sich da bitte raus und tun Sie Ihre Pflicht hier als Arzt. Peng, ne? Was soll das Gejammer hier über irgendwelche angeblichen ja, Vorurteile, Microaggressions, glaube ich, sind es, ne, die hier gemeint sind? Böse, böse Microaggressions. Die habe ich heute zum ersten Mal erlebt, so vor 20 Jahren ungefähr. Da war ich so Anfang 20, mit 20. Da sind wir mit dem Motorrad nach Marburg gefahren und an der Marburger Uni
Da sind ja heute auch die ganzen Social Justice Warriors unterwegs. Und ja, da haben wir unter Baum gesessen in einem Park und da war so eine Amerikanerin dabei, die meinte dann, also sie beschwerte sich über irgendwas und dann haben wir das so hintenrum mitgekriegt, dass es ihr darum ging, dass sie das nervt, dass jeder sie fragt, wo sie herkommt, wenn er mitbekommt, dass sie Englisch spricht. Ne? Also sie könnte natürlich andererseits Deutsch lernen, sie könnte auch einfach sagen, I'm American, thanks for asking. Ja, aber das ging nicht. Man musste sich darüber beschweren, dass die Leute fragen. Und so ähnlich geht das hier auch. Er erzählte mir die ganze Zeit, dass ich dieses Kopftuch nur tragen würde, weil das Patriarchat personifiziert durch den muslimischen Mann eben mich von der Gesellschaft fernhalten wollen würde und ich sei zu subjektiv, um das zu erkennen, weil ich stecke ja in der Situation. Er aber als außenstehender Mann kann mir das sehr gut erklären. Ja, whatever. Das ist natürlich subjektiv und natürlich bist du zu subjektiv, um das zu erkennen. Aber es ist doch trotzdem deine Sache und das kannst du dann auch sagen. Ne? Also solltest du dann sagen, wenn du solche Gespräche nicht führen willst und dass das ein Mann ist, ja, das offenbart deine sexistische, rassistische Sichtweise. Erstaunlich, dass die Kirchen das so machen oder darstellen. Und auch erstaunlich, dass die christlichen Kirchen hier so eine Muslima eben in den Mittelpunkt stellen. Richtig leuchtet mir der Sinn da nicht ein. Es ist anstrengend, ständig gegen solche Fremdzuschreibungen anzugehen. Oh, es ist anstrengend. Aber Leute denken immer irgendwas über einen und das ist ja manchmal nicht richtig. Ganz einfach. Die Leute haben einfach das Gefühl, sie hätten das Recht, mich dazu zu befragen. Jeder hat das Recht, Fragen zu stellen. Jeder hat das Recht, Fragen nicht zu beantworten. Ja? Also Fragen stellen kann man immer. Ja? Es kommt einer auf dich zu, im Park, in der Stadt und fragt dich, ob du eine Kippe hast. Ja, und wo ist das Problem? Herr Gott, nee. Also Fragen stellen kann echt nicht verboten sein. Ich bin froh, dass die Menschen noch halbwegs miteinander kommunizieren. Ja, das Gejalla von so einer jungen Frau hier kann nicht die Begründung sein, dass sich die Gesellschaft ändert in der Beziehung. Ja, da möchte ich gerne diese offene Gesellschaft beibehalten. Und ehrlich gesagt, habe ich da hier in diesem Moment den Eindruck, dass du mit deinem Islam uns hier die Gesellschaft verändern und kaputt machen willst. Ne? Das ist normalerweise nicht mein Eindruck, aber die Aussage impliziert das irgendwie für mich. Ja, und deine feindselige Einstellung bei der Aussage von einem Mann erklärt lassen, ist ja auch durchgeschimmert. Also, warum willst du irgendwelche Ansprüche stellen? Und ob ich dir Fragen stelle oder nicht, das kannst du nicht entscheiden, ne? Da hast du keine Entscheidungsgewalt, oder? Sondern nur ich. Und du hast aber die Entscheidungsgewalt zu sagen, das geht dich nichts an, lass mich in Ruhe, möchte ich dir nicht sagen oder sonst was. Aber das ist offensichtlich auch zu viel verlangt, ne? Es ist anstrengend, ständig gegen solche Fremdzuschreibungen anzugehen. Ja, Fremdzuschreibung, Vorurteile, wie gesagt, dem begegnet man eben. Da kann man ja aufklären, muss man aber auch nicht. Man kann die Leute doch dumm sterben lassen. Was soll denn das, wenn interessiert denn das, ne? Also das ist wirklich nicht nötig, da so ein Fass aufzumachen. Für wen? Warum ich denn das Kopftuch trage, ob ich nicht dazu gezwungen werde. Sie wollen wissen, ob meine Mutter auch ein Kopftuch trägt, wie es meiner kleinen Schwester geht. All solche Fragen, die eigentlich jemand Fremdes überhaupt nichts angeht. Ja, erzähl mal, was du so für Antworten gibst. Ne? Beantwortest du das immer ehrlich oder was? Ja, warum denn? Du bist ja selber schuld, ne? Mach dir das Leben noch nicht so schwer. Sag den Leuten, sie sollen jemand anders fragen. Erzähl ihnen doch eine dumme Geschichte. Dass du eine deutsche Konvertierte bist oder sonst irgendwas. Einfach verarscht sie doch dann einfach, wenn dich das nervt, ne? Ja, man merkt die Leute das schon, dass das nervt und dann hören sie vielleicht auch damit. Aber zu sagen, die Leute sollten mich nicht befragen, das ist kein. Ich bin dann in den Kommentaren unter dem Video auch noch angehauen worden, weil ich gesagt, da reingeschrieben habe, jemand spricht mich an, sowas Schlimmes, ne? Bin ich noch angehauen worden, das wäre ja wohl eine unfreundliche Aussage von mir oder so. Aber was auch immer die Leute aussagen, man kann sich damit beschäftigen oder man kann es lassen. Ja? Lass es doch einfach, Mädel. Ja? Stattdessen schreibst du wahrscheinlich E-Mails, wie schlimm das alles ist, irgendwie an die katholischen Kirchen oder so, ob die sie nicht mal ins Fernsehen bringen können mit ihrem schlimmen, bösen Thema. Ne? Okay, ich frage ja auch niemanden, kommt deine Oma aus Preußen? Wenn du mich fragst, ob meine Oma aus Preußen kommt, dann sage ich dir, weiß ich gar nicht, du. Aber warum willst du das wissen, ne? So, und warum will man das wissen? Weil man Interesse hat vielleicht an der Person. Wo ist denn eigentlich da der Fehler? Interesse zu zeigen an der Person und an den Eigenheiten, Eigenschaften. Und da gehört natürlich auch Herkunft und so weiter zu. Das ist doch einer der ersten Punkte. Oder waren deine Großeltern Nazis? Das geht mich auch nichts an. So, das ergibt sich dann vielleicht, wenn sich so eine Beziehung ausbildet, dann redet man vielleicht darüber. Das gehört zum Kennenlernen. Wenn du keinen kennenlernen willst, dann behaupte nicht, du willst jemanden kennenlernen. Ne? Das behaupte nicht, dass das beim Kennenlernen käme. Der Zeitpunkt ist eben sozusagen für sowas ist nicht bestimmbar. Das bestimmst du nicht, wenn Leute dich was fragen. Ich habe die Wahl gehabt zwischen einem Leben, das nichts zu tun hat mit dem Islam und einem Leben, das eben... Jetzt gibst du mir schon wieder die Antworten, die du auch eigentlich gar nicht geben wolltest. ...dem Islam so gut es geht entspricht. Und ich habe mich freiwillig und aus freien Stücken dafür entschieden, weil ich eben das Gefühl hatte, das bringt mir meine persönliche Freiheit. Ja, mir ist das eigentlich völlig gleichgültig, ob du dich freiwillig oder gezwungen dafür entschieden hast.
Ich habe schon den Eindruck, dass es auch irgendwie eine Unterwerfung ist. Man kann das aber auch, das gibt es auch freiwillig. Also Stockholm-Syndrom oder so, das gibt es ja auch. Oder eben einfach das Verhalten, dass man da die Verantwortung nicht mehr tragen braucht. Wenn man sich so unterwirft. Möglicherweise noch nicht mal für das eigene Tun. Das ist alles so freiwillig. Ne? Und ob jemand jetzt Buddhist ist oder Muslim ist, sollte einfach jedem selbst überlassen werden. Ja, es ist jedem selbst überlassen. Es ist auch jedem selbst überlassen, Christ zu sein und zu bleiben. Ne? Was soll der Unsinn? Warum erwähnt sie das nicht? Als wenn es in Deutschland irgendwie Christen und Buddhisten und Islamisten geben oder Islams geben würde. Da bescheuert, ja. Also irgendwie ganz schön frech. Social Justice wurde erst. Das Schöne an Spiritualität ist einfach, dass für mich Frieden einkehrt im Inneren und dass man immer wieder reflektiert. Den Eindruck habe ich nicht. Du reflektierst nach außen irgendwelche Dinge, die völlig irrelevant sind und lässt damit den Unfrieden in deine Seele einkehren, sozusagen. Das stimmt doch gar nicht. Du hättest doch nicht, so ein Complainer hier veranstalten, wenn da die innere Ruhe wäre. Also, dann verstehe ich die ganze Veranstaltung hier nicht, sozusagen. Und dass man zu sich selbst zurückkehrt und das ganze Chaos da draußen erstmal außen vor lässt, um dann die Kraft zu schöpfen, diesem Chaos wieder zu begegnen und eben zu versuchen, der Gesellschaft als Ganzes dienlich zu sein. Ja, die Menschen sind aber so schlimm, ne? Der Gesellschaft als Ganzes dienlich zu sein, ja, wie geht denn das? Also, das ist halt ja auch für Unsinn. Guck doch mal erstmal, dass jeder erstmal gucken, dass er auch sein eigenes Leben auf die Reihe kriegt. Klar ist das schön, der Gesellschaft als Ganzes dienlich zu sein, aber das geht doch praktisch gar nicht, weil eben auch unterschiedliche Interessen vorhanden sind. Also totaler Blödsinn eigentlich von dem Mädel, ne? Irgendwie nachgequatschtes Zeug, ohne Sinn und Verstand, die Microaggressions beklagt, ja, die nicht wirklich irgendwie schlimm sind oder so. Und die Kirchen ziehen das auch noch, ja, entweder von der Kirchensteuer oder von der GEZ-Gebühr, also wahrscheinlich von der Kirchensteuer produziert, die Produktionskosten bezahlt und von der GEZ dann die Sendekosten bezahlt. Also alles von aus unserer Tasche für so ein Bullshit, ne? Ich weiß nicht, man, klar, GEZ, da heißt es immer, das ist ja nicht alles für einen, beziehungsweise man kann da, kann praktisch Anspruch seine, so, oder soll man sagen, dafür zahle ich nicht oder so, diese Nummer. Das ist natürlich irgendwie natürlich Blödsinn, weil man ja für so ein Paket zahlt. Aber offensichtlich schmeißen die doch auch für total Bullshit Geld raus, für so eine Meinungs- und Stimmungsmache von so kleinen Mädchen auch noch irgendwie, damit die sich hinterher besser fühlen, soll sich die Gesellschaft ändern. Ihr könnt mich mal, ja, also ARD, ZDF, GEZ, 1+, und die katholische und auch die evangelische Kirche, ihr könnt mich alle mal, ne? Sie sowieso, Freisprecher. Jo, das war's dann für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, bis dahin, bis dann.